Herzlich willkommen zu einem kurzen Videotest mit dem Realme GT Neo 3. Ihr seht mich hier direkt über die 16 Megapixel Frontkamera und hört mich über das integrierte Mikrofon. Realme hatte ja lange Zeit Probleme mit der Qualität vom Sound und das da ist jetzt auf jeden Fall eine deutliche Steigerung gegenüber GT 2 oder GT 2 Pro. Es ist ein bisschen windig, ich hoffe, das stört nicht. Ich bewege mich mal vorwärts und man sieht hier, wird stabilisiert, aber die Stabilisierung funktioniert leider nicht perfekt. Außerdem ist hier 1080p 30 FPS Begrenzung. Schauen wir uns jetzt im Weiteren noch die Hauptkamera und die Ultraweitwinkelkamera etwas genauer an. Los geht's! Machen wir gleich weiter mit der Hauptkamera. Hier arbeitet ein Sony IMX766. Den kennen wir bestens aus OnePlus-Smartphones, aus dem Realme 9 Pro Plus zum Beispiel, auch aus den GT2-Modellen. Also der ist bestens bekannt und liefert auch immer eine ordentliche Qualität. Realme schärft ein bisschen stark nach jetzt hier. Das größere Problem ist letztendlich, dass der EIS fehlt. Das heißt, wenn ich mich vorwärts bewege, sieht man eindeutig, es wird ein bisschen stabilisiert. Also wenn ich einfach stehen bleibe, kann ich durchaus ganz coole Aufnahmen machen mit 60 FPS. Auch der Fokus, jetzt halte ich es nur noch in einer Hand, wird schon direkt ruckliger. So sieht das Ganze jedenfalls aus. Größtes Problem ist jetzt könnte man sich denken, weiche ich einfach auf 4K 30 FPS aus, dann habe ich einen EIS, der arbeitet, aber das ist problematisch und das schauen wir uns jetzt an. Das sind 4K 30 FPS, hier arbeitet theoretisch ein EIS, aber der stabilisiert nicht, ich bewege mich mal vorwärts, sondern verschlimmert die Situation aktuell noch. Hier sollte Realme dringend nachbessern, hoffentlich schaffen sie es mit einem Update, weil dann kann man hier ganz ordentliche Aufnahmen 4K machen. Auch hier wieder gleiches Problem, bisschen überschärft würde ich sagen, wird ein bisschen viel bearbeitet. Wenn man da bei der Bearbeitung noch ein bisschen zurückschraubt, hat man hier definitiv ein super Kamera-Handy. 4K 60 FPS ist möglich. Die Ultraweitwinkelkamera schauen wir uns dann jetzt noch an. Zum Schluss dann die 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Die ist weder für Fotos noch bei Videos in irgendeiner Art und Weise was Besonderes. Sind 1080p, was man hier allerdings sagen kann, hier arbeitet komischerweise die Stabilisierung zuverlässig. Nicht wie bei der Hauptkamera, wo die Stabilisierung eben der EIS alles verschlimmert. Man kann den auch leider nicht ausstellen. So, ansonsten die Ultraweitwinkelkamera haut absolut keinem vom Hocker. Auch für den Preis vom Realme GT Neo 3 definitiv ein Kritikpunkt. Keine gute Ultraweitwinkelkamera. Entweder im anderen Preisbereich schauen oder beim alternativen Smartphone. Fassen wir noch einmal alles zusammen über die Frontkamera. Also der Sound hat sich bei Realme ein bisschen verbessert, wobei die Frontkamera immer noch anderen Sound macht als die Hauptkamera, wie ihr gerade gemerkt habt. Ansonsten ist die Qualität der Selfie-Kameras, jetzt ein Samsung-Sensor, deutlich besser als beim GT 2. Bei Selfies, bei Videos, klar, es fehlt die 4K-Option. Ansonsten von den Videos okay, der EIS nicht der Hammer. Ich bewege mich mal ein bisschen. Nochmal, dass ihr es nochmal seht, das arbeitet jetzt nicht so richtig, soll nicht so sein. Schlimmer wird es dann allerdings bei der Hauptkamera, denn da macht bei 4K 30 FPS der EIS eigentlich alles kaputt. Unbrauchbare Videos. Bei 4K 60 ist hingegen gar kein EIS, nur der OIS arbeitet. Ja, auch nicht super. Also da kann Realme auf jeden Fall noch nachbessern. Die Ultraweitwinkelkamera ist mehr oder weniger nicht zu gebrauchen. Das war es dann soweit zum kurzen Kameratest mit dem Realme GT Neo 3. Alles Weitere lest ihr dann im ausführlichen Testbericht auf www.chinahandys.net. Wie immer, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Macht's gut!